Zuerst ein Roman, jetzt ein Comic. Der russische Schriftsteller Wladimir Sorokin zeichnet ein Psychogramm der Putin-Ära. Eine Vernissage in Berlin. Wladimir Sorokin stellt zusammen mit dem Grafiker Jaroslav Schwarzstein Cyberpunk-Comics aus. Sie sind inspiriert durch Sorokins letzten Roman Der Tag des Opritschniks. Der Schriftsteller hat mit Kalligrafien seiner Texte die Ausstellung ergänzt. Die russische Gesellschaft geht immer tiefer in der Finsternis unter. Mit all dem Hass gegenüber dem Westen. Wie in den alten Zeiten. Mit der Jagd nach den inneren Feinden, mit dem Verbot des freien Fernsehens, mit zweifelhaften religiösen Verschleierungen und natürlich mit der Homophobie. Das sind alles Symptome einer schweren Krankheit. Wladimir Putin, seit 15 Jahren der unumschränkte Herrscher in Russland, lässt sich feiern wie ein Zar. Laut Sorokin steht er in der Tradition von Iwan dem Schrecklichen und setzt völlig humorlos seine Interessen durch. Sorokin ist weder Dissident noch Emigrant, aber... Meine persönliche Situation ist erstmal in Ordnung. Ich kann ganz normal von Russland nach Berlin fahren. Die Machthaber haben sich die Schriftsteller erstmal noch nicht vorgenommen. Aber wohlgemerkt, erstmal noch nicht. Der 1955 geborene Sorokin gilt als einer der einflussreichsten Schriftsteller Russlands und ist einer der schärfsten Kritiker der Machthaber. Gegen ihn wurde ohne Erfolg prozessiert, aber seine Bücher wurden öffentlich verbrannt. Sein 2008 vorgelegter Roman erinnert an die Terrortruppe Opritschnina von Iwan dem Schrecklichen. Eine düstere und brutale Vision, angesiedelt im Jahre 2027, die ganz eindeutig mit Putins nationalistischem Russland hart ins Gericht geht. Ich wollte mein ganzes Leben lang eine Antwort darauf finden, wieso die Menschen die Gewalt so sehr brauchen. Im Internet gab es folgenden Witz. Mein Buch liegt wohl im Kreml auf jedem Arbeitstisch und sie betrachten es als eine Art Betriebsanleitung. Darüber könnte man herzlich lachen, wenn es nur nicht so traurig wäre. Putin missbraucht das gleichgeschaltete Fernsehen wie kein zweiter. Er kann einfach alles. Reiten, tauchen, angeln, schießen, Judo, Eishockey, Rennfahren und fliegen. Putin versucht, eine Zeitmaschine zu bauen, um in seine Jugendzeit zurückzukehren. Eigentlich löst Putin dabei seine eigenen psychosomatischen Probleme. Seine krankhafte Reaktion auf die Ereignisse in Kiew, eine absolut unangemessene Reaktion natürlich, brachte ihn in einen gewissen Zugzwang. Sie ist das Ergebnis seiner Angst natürlich. Was jetzt geschieht, ähnelt einer Umnachtung des Staates. Wo es doch beim wichtigsten staatlichen Fernsehsender heißt, wir können den Westen in radioaktive Asche verwandeln. Sorokin versteht seine Aufgabe als Schriftsteller so: das Vergangene bedenken, um die Gegenwart zu beschreiben und die Zukunft erahnen zu können.